Die Hornby-Holzuhr ist ein echtes Prachtstück. Sie ist aus 100% Ebenholz hergestellt, komplett natürlich und bloß geölt, also dementsprechend auch hypoallergen. Das Ziffernblatt ist angepasst farblich dem restlichen Holz. Im Inneren der Uhr werkt ein Miyota Citizen 2035 Quarzuhrwerk. Das Uhrwerk an sich ist durchweg gut. Man bekommt es auf Uhrmacherwerkzeuge.com für 9 Euro, macht also rund ein Sechstel des Gesamtwertes der Uhr aus. Und dort hat es 4,5 von 5 Sternen Bewertung. Ja. Ist also wirklich ein Uhrwerk mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Uhr an sich ist spritzwassergeschützt. Also in den Regen kann man damit ohne weiteres kommen, das ist kein Thema. Wasserdicht ist sie definitiv nicht. Hinten der Deckel ist verschraubt. Da ist auch nochmal eine schöne Gravierung drin vom Hersteller, vom Bonbi. Und wir haben hier eine Doppelfaltschließe. Mitgeliefert mit der Uhr wird zum einen so ein Ausstecher als Uhrenwerkzeug und zusätzlich nochmal ein Glied, falls eben die Weite des Armbandes für das eigene Handgelenk nicht reicht, sondern zu klein ist. Ich für meinen Teil musste sogar noch eins rausnehmen, habe jetzt also zwei als Ersatz quasi. Für Holzuhren verwende ich immer so ein Splintenaustreiber, sag ich mal, Uhrmacherwerkzeug, weil ich damit einfach wesentlich präziser arbeiten kann und auch weniger Kraftaufwand benötige, weil die Splinte, also die Stifte in diesen Holzgliedern teilweise doch so fest drin sitzen, dass sich häufig sogar diese mitgelieferten Werkzeuge verbiegen, die Dornen. Und das umgehe ich einfach, indem ich so ein Uhrmacherwerkzeug verwende. Bekommt ihr auch auf Amazon für wenige Euro. Wer also hier und da mal neue Uhren kauft und die Armbänder anpasst, dem kann ich das nur ans Herz legen. Die Uhr ist wirklich wunderschön. Ich lege sie mal an für euch, dass ihr euch die Größendimensionen vorstellen könnt. So schaut es aus. Ist also definitiv eine Herrenuhr von der Größe her. Und ich bin absolut zufrieden. Sie trägt sich sehr, sehr angenehm, ist schön leicht. Also man spürt sie eigentlich kaum. Und ein Ticken hört man bei der Uhr auch nicht. Ist bei Holzuhren auch nicht so selbstverständlich. Ja, da nimmt man häufig ein relativ lautes Ticken wahr. In dem Fall aber nicht. Ich glaube, das ist auch dem Miyota Citizen Uhrwerk geschuldet, was an sich ja wirklich gut ist. Ja. Gut, liebe Leute, wenn ihr noch Fragen zu der Uhr habt, hinterlasst mir bitte einfach einen kurzen Kommentar. Ich gehe da gern drauf ein. Ansonsten sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.